Es ist der 9. September 2009. Wir befinden uns im Comenius Kolleg in Mettingen. In dieser Woche veranstaltet unsere Schule die sogenannten Eine Welt Tage, in dessen Rahmen eine ganze Reihe von verschiedenen Workshops und Projekten stattfinden. Unsere Gruppe arbeitet zum Thema interkulturelle Kommunikation im Internet. Es gibt viele Wege und Möglichkeiten, mit Menschen aus aller Welt zu kommunizieren. Der wohl am häufigsten gewählte Kommunikationsweg ist heutzutage das Internet. E-Mails, Chats, Messenger und Foren sind nur einige Internetdienste, die wir täglich nutzen, um miteinander in Kontakt zu bleiben. Ein Medium ist besonders anschaulich: das Video im Internet. Wir nutzen Videochats, schauen uns Nachrichten im Internet an und lachen über witzige Videoclips auf YouTube. Filme produzieren und veröffentlichen, das scheint mittlerweile jeder zu können. Doch macht es auch jeder? Die entscheidende Frage ist, warum will ich überhaupt ein Video machen oder gucken? Videos im Internet, ist das nur ein bloßer Fernsehersatz? Nein, die Stärke des Internets liegt woanders. Denn hier können wir genau das sehen, was wir im Fernsehen nicht sehen können. Wir können das wirkliche Leben von Menschen in anderen Ländern kennenlernen. Wir können auf Missstände und Probleme aufmerksam machen, die keiner wahrnimmt. Können mit unseren Freunden und Partnern aus aller Welt kommunizieren und voneinander lernen. Fernab von Vorurteilen und einseitiger Berichterstattung, wie wir sie im Fernsehen sehen. Und das Wichtigste ist, jeder kann an diesem Prozess teilhaben. Noch vor 10 Jahren waren Computer, Kameras und Software für die meisten von uns viel zu teuer. Heute kann jeder Videos produzieren. Selbst in ärmeren Regionen der Welt finden wir Menschen mit Digitalkameras und einfachen Computern. Alles, was wir brauchen, um ein kleines Video zu erstellen. Wir möchten euch heute zeigen, wie einfach ein solcher Film zu machen ist. In unserem Beispiel produzieren wir einen Kurzfilm, um zwischen unserer Schule in Deutschland und unseren Partnern in Brasilien zu kommunizieren. Der wichtigste Aspekt in diesem Projekt ist der Text, da er die Informationen enthält und zum Zuhören anregen soll. Der Schüler wählt ein Thema und erstellt dann einen Text. Er stellt sich zum Beispiel selbst vor. Hier bespricht er seinen ersten Textentwurf gerade mit seiner Lehrerin. Der Text wird dann aufgenommen. Das ist die schwierigste Aufgabe. Allerdings kann man schon mittels eines einfachen Headsets ein gutes Ergebnis erzielen. Danach werden Bilder gesammelt. Das geht schon mit einer einfachen Fotodigitalkamera mit Videofunktion. Für das Internet ist die Qualität allemal ausreichend. Bild- und Tonmaterial werden dann mit einem einfachen Programm zusammengeschnitten und aufeinander abgestimmt, bis man einen kurzen Film hat, den man dann per E-Mail verschicken oder auf der eigenen Homepage veröffentlichen kann. Stellt euch vor, wie es wäre, wenn alle Schulen mit ihren Partnerschulen diese einfachen Mittel der Kommunikation nutzen würden. Wir könnten viel voneinander lernen und regelmäßig in Kontakt bleiben, auch über große Distanzen zwischen Kontinenten und Ozeanen. Der Kommunikation ist das beste Mittel gegen Vorurteile und Fremdenfeindlichkeit. Nur wenn wir uns kennen und uns verstehen, können wir gemeinsam etwas verändern. Meu nome é Ramon. Eu estudo aqui para a Universidade na Alemanha. Eu espero que nós possamos lhe mostrar como é fácil fazer um filme.